Na, da hängt wieder Dreck an der Nozzle. Ich habe jetzt auch keine Pinzette gefunden. Ich schaffe jetzt nicht abzumachen. Mist, Mist, Mist. Ja, komm schon. So. Das sieht jetzt ganz gut aus. First Layer habe ich ja schon kalibriert und ich habe es auch so eingestellt, dass der mit dem Z jetzt gerade nicht auf den Boden direkt noch geht, dass er das in einer Extrazeile über den wie nennt sich das, über Cura, weil der dann so schräg runtergegangen ist und hat er teilweise das schon auf der Carbonplatte verteilt, das Filament, und das wollte ich nicht. Gut, mal gucken, was er dann da ausgedruckt. Ja, das ist in Ordnung. Mal ganz kurz gucken, wie der First Layer aussieht. Der sieht super aus. Also die beiden sind miteinander verbunden, die beiden Schichten. Und was ich nochmal zeigen wollte, das ist dieses Doppelgier oder Doppelgetriebe, ja, wie soll man sagen, Extruder. Ja, Extruder, genau. Und der funktioniert relativ gut. Also ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Den mussten wir nur einmal kalibrieren, weil der eine ganz andere Übersetzung hat. Und auf jeden Fall ist da das meiner Meinung nach viel genauer als mit dem anderen, mit diesem Idler. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Die erste Schicht, die sieht immer noch ein bisschen überextrudiert aus, aber das macht jetzt nichts. Ich lasse es jetzt so, da kann ich mit dem Z-Offset noch mal ein bisschen runtergehen. Aber ist schon ganz okay. Ich lasse den jetzt mal ausdrucken, dann schicke ich dir noch mal ein Video, wenn der Calibration Cube fertig ist. Und der alte, der sah so aus. Ich weiß nicht, ob er das gut einfangen kann. Doch, sieht man, dass oben noch offen ist. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit den neuen aussieht. Bis dann.